Rauchmelder ging halt an und ich habe halt erst gesucht, ob es bei uns ist und so. Dann habe ich halt die Wohnungstür aufgemacht und von oben der Nachbar hat mich halt mir dann zugerufen, dass ich die Polizei, die Feuerwehr rufen soll, weil er die Feuerwehr braucht. Und daraufhin bin ich halt wieder zurück in die Wohnung. Ein Passant hatte gerade von unten gesagt, dass wir alle raus sollen, weil es halt oben brennt. Dann bin ich halt mit meiner Frau erst raus, dann bin ich nochmal hoch, hab meinen Kater aus der Wohnung geholt und dann bin ich halt nochmal hoch in die Wohnung, wo es gebrannt hat, weil ich eigentlich die Frau aus der Wohnung rausholen wollte, bin aber dann nur bis zum Wohnzimmer vorgekommen und hab dann gesehen, dass da 2, 3 Brandherde sind, weil die komplette Wohnung ist auch vermüllt. Ne, deshalb hat es dann das Feuer gute Chancen gehabt. Außerdem ist noch alles mit Holzboden verkleidet und überall Holz. Also das Feuer hatte dann gute Chancen. Mittlerweile geht es mir wieder gut. Ich wurde durchgecheckt von den Sunnies und so. Und jetzt ist wieder alles gut. Meiner Familie geht es zum Glück gut. Also wir sind um 12.47 Uhr zu einem Brand einer Kirche hier in Dünnwald alarmiert worden. Die ersten Kräfte haben dann aber die Einsatzstelle korrigiert und es handelt sich hier um ein Wohnhaus, dreigeschossiges Wohnhaus mit 3 Wohnungen. Und die ersten Kräfte haben also Dachstuhlbrand festgestellt. Ja, also es war ein Feuer im Dachgeschoss in einem Reihenhaus. Mehr können wir noch nicht sagen, auf jeden Fall ist die gesamte Wohnung ausgebrannt. Also wir haben keine Person retten müssen. Es gab aber in der Brandwohnung eine Brandtote, die wir da im Laufe, sage ich jetzt mal, des Einsatzes vorgefunden haben. Ja, das Problem ist immer mit Dachstuhlbrand, dass das Dach von außen geöffnet werden muss, damit wir an das Feuer drankommen. Wir sind direkt alarmiert worden, weil bekannt war, dass eine Person vermisst wurde in der Brandwohnung. Mit 2 Löschzügen alarmiert worden und dann anschließend kam noch ein Löschzug dazu und die örtliche Löschgruppe Dünnwald ist vor Ort. Ja, circa 2 Stunden, bis wir, sag ich mal, die letzten Blutnester ablöschen können.